Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker Online. Heute spielen wir mal wieder ein paar eurer Level. Wir fangen mal an mit einem Level von Andreas und zwar Yoshi's Story. Hört sich ganz interessant an. Machen wir doch mal das. Bin ich mal gespannt, was er sich da so einfallen lassen hat. Ob das wohl auf das Nintendo 64 Spiel aufbaut? Das wäre ganz interessant, oder vielleicht heißt es auch einfach nur so. Wir sind auf jeden Fall schon mal Yoshi. Bisher sieht es nicht so aus, als ob es irgendwie irgendeine Verbindung zu Yoshi's Story hat. Falls ihr das Spiel nicht gespielt habt, das ist ein Nintendo 64-Spiel mit Yoshi. Ja, so kann man es ganz gut beschreiben, glaube ich. Geht so in die Richtung von Yoshi's Woolly World, nur halt deutlich schlechter, wie ich finde. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel, ne, aber auch nicht so gut, finde ich. Es ist ein 2D-Plattformer. Und ja, wenn man bedenkt, dass es auf der Nintendo 64 war, war es schon ganz okay. Ich fand es jetzt nicht richtig gut, aber es war okay, ja, okay. So, mal rüberspringen und uns schön einen Checkpoint holen. Ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich mal antun kann. Ist aber generell eins der schwächeren Yoshi-Spiele, würde ich sagen. Ach, kann man da nicht rein? Oh, ich dachte, da könnte man rein. Da muss ich da rechts lang, oder was? Hopp! Hö! Ernsthaft? Ach komm, war das der Track aus Yoshi's Island? Wenn man stirbt? Ich glaube schon. Interessant. Ich finde generell die Amiibo-Kostüme ziemlich cool in Mario Maker. Einfach weil man dadurch so viele Sounds hat und so. Und man dadurch auch einige coole Level bauen kann. Ach ja, man kann nicht darauf, verdammt nochmal. Ah, okay. Jetzt hier bloß nicht zerquetscht werden. Das könnte durchaus ein Problem werden. Auf jeden Fall, wo wir gerade schon von Yoshi's Story geredet haben. Ich weiß nicht, ob es im eShop ist. Kann gut sein. Das ist auf jeden Fall mal ein Spiel, das ihr euch holen könnt. Ist jetzt nicht das allerlängste Spiel. Vielleicht 6 Stunden, 5, 6 Stunden. Macht Spaß. Ist jetzt nicht so schwierig, finde ich. Ach, da kann man... Ich wusste nicht, dass man gegen den Block springt. Ich dachte, man... Na, der wäre durchlässig, aber anscheinend nicht. Okay, dann halt nicht. Oh, wahnsinnig nervig. Oh. So, komm, schön hier weiter. Ist ein bisschen nervig mit den Blöcken hier. Weil man immer wieder warten muss. Oh, oh. Ach, ich dachte, der geht nach oben. Verdammt. Ja, wie gesagt, falls ihr euch Yoshi's Story holen wollt, ist wahrscheinlich im eShop... Wird da wahrscheinlich auch so um die 10 Euro kosten. Für den Preis kann man es sich durchaus mal kaufen und durchspielen. Ist quasi eine Verbindung aus... Ja, ich denke, es beschreibt es ganz gut. Eine Verbindung aus Yoshi's Woolly World und Yoshi's Island. Nur beides sind schlecht. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Spiel schlecht ist. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es hört sich gerade schlechter an, als es tatsächlich ist, aber... Es ist jetzt auch nicht so richtig gut. Man kann es mal spielen. Ich finde, man sollte es mal gespielt haben. Ja, doch. Eigentlich schon. So. Ich habe auch mal so eine Art Review dazu gemacht. Ist aber kein wirklich gutes Video. Deswegen empfehle ich euch das nicht anzuschauen. Aber vielleicht habt ihr ja doch Lust. Könnt ihr ja auch da vielleicht da mal einen Daumen hoch da lassen oder so. Keine Ahnung. Wenn ihr gerade ziemlich viel Langeweile habt, könnt ihr das ja mal machen. Ist übrigens auch ein sehr, sehr trauriges Video. Weil... Naja, schaut es euch am besten selbst an. So, gut. So, jetzt will ich hier mal nicht nochmal sterben hier. Wir haben jetzt schon ein paar zu viele Versuche an dem Level verschwendet, finde ich. Deswegen... Ich schwöre, ich drücke gerade nur nach rechts und es macht wieder dieses verdammte nach unten. Mein Gamepad ist... Es muss kaputt sein. Ich sag's schon seit einigen Parts, aber... Ist halt so, es ist kaputt. Wenn ich nach unten drücke, macht es manchmal nach rechts. Wenn ich nach rechts drücke, macht es manchmal nach unten. Das ist komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Keine Ahnung, ob das so normal ist. Wahrscheinlich nicht. Es wäre zumindest sehr, 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 sehr komisch, wenn es so gewollt ist, ne? So, sind wir wieder hier. Das ist aber auch eine sehr gemeine Stelle hier mit den ganzen Kugelwillis. Okay, hier ein bisschen besser auf... Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ah, oh, komm! Okay, besser aufpassen hier. Okay, sehr gut. Okay. Ja, wobei. Ja, Ach komm! Aber wir kriegen ja immer wieder neue, deswegen
Ja, was heißt immer wieder? Hier sind jetzt zum Beispiel keine neuen Kostüme für mich. Nein, ich will nicht nochmal sterben. Kostüm, sehr gut. Wieder getroffen werden, ja. Ist halt so jetzt. Alter, ist das krank. Oh. Hoch da. Und in die Röhre. Oh. Das Level ist ziemlich herausfordernd, finde ich. Wow, das sieht aber hier ganz schön crazy aus. Wieso fallen denn da Blöcke runter? Wow. Okay. Was hätte ich da bitte machen sollen? Wenigstens war er so großzügig und hat... Hä? Wo ist denn der Pilz hin? Da war doch ein Pilz. Okay. Und jetzt hier... Okay. So geht es wohl. Ob da oben wohl noch was war bei den Münzen? Hm. Okay, wir sind im Ziel. Das Level hat mir ziemlich gut gefallen. Es war vielleicht etwas... Ja. Ah. Ein bisschen umsetzen. Es war vielleicht etwas zu linear. Ich meine, es war oft dasselbe. Aber es war nicht schlecht. Nee. Finde ich jetzt nicht. Hatte jetzt aber auch, glaube ich, nichts mit Yoshis Story zu tun. Es hat, glaube ich, einfach nur den Titel. So. Danke für das Level, Herr Andreas. Und ich denke, wir machen dann mal mit dem nächsten weiter. Oder? Ist jetzt, hier ist nichts, was mich unbedingt noch anspricht, deswegen, ja. Ich meine, die Liste ist noch riesenlang, ne? Das heißt, ich würde hier auch gerne mal durchkommen, deswegen gehen wir mal weiter zu Benny. Och, guck mal, McDonald's Quest Beta? Also, wenn ich das nicht spiele, dann weiß ich es auch nicht. McDonald's ist auch so ein interessanter Laden, oder? Ich weiß auch nicht. Ich bin niemand, der so oft dort ist. Vielleicht alle 6 Monate vielleicht mal? Kann das sein? Sehr, sehr selten. Einfach immer, wenn man im Kino oder so war und dann bietet es sich halt an, weil man quasi nichts anderes in der Nähe hat. Oder einfach, weil es schnell geht. Aber generell bleibe ich dem Laden doch eher fern. Ich meine, es ist halt einfach Billigzeug, ne? Ich meine, es schmeckt jetzt nicht schlecht, aber halt auch nicht gut. Und die Qualität ist irgendwo fragwürdig, wahrscheinlich. Deswegen halte ich mich lieber davon fern. Und ich meine, da kann man lieber zum Bäcker oder so gehen, ne? Einfach mal etwas da holen, wo man weiß, dass... Och Gott, war das dumm, das war so dumm, das war so dumm. Oh, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele gute Alternativen zu McDonald's. Die Burger da sind auf jeden Fall nicht die besten, das kann man so sagen. Da gibt es sehr viel Besseres da draußen. Von einigen anderen Ketten oder Independent-Läden. Ich denke, ihr werdet selbst ganz gute Alternativen kennen. Ich glaube, das einzige von den richtig großen Ketten, wo ich gerne in Anführungszeichen esse, ist tatsächlich KFC, weil es da einigermaßen zumindest schmeckt. Dafür ist es auch ein bisschen teurer als McDonald's gefühlt, oder? Ich glaube schon. Aber, also mir persönlich schmeckt's. Einigermaßen. Ich meine, klar, geht immer besser, ne? Aber für den Preis ist das schon okay so, würde ich mal sagen. Subway ist auch so ein Laden, den es gibt, wo ich aber noch nie war. Ich weiß nicht warum. Sollte ich vielleicht mal hingehen. Hier steht irgendwas. For more... For more? Was? For more? Für mehr. Ach, das soll ein Smiley da oben sein. Das heißt quasi, ich soll einen Daumen hoch geben. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, verstehe. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade überhaupt auf das Thema von McDonald's gekommen bin. Ach, weil das Level McDonald's Beta Quest oder so hieß. Wieso hieß das Level McDonald's Beta Quest? Keine Ahnung. Quest Beta, nicht Beta Quest, aber macht ja keinen Unterschied. Warum heißt das Level McDonald's? Gibt's irgendeine Anlehnung, die ich hier nicht verstanden habe? Ihr könnt es mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Professor Lobos Adventure? Wer ist denn Professor Lobo? Der Name sagt mir was. Professor Lobo. Ist das eine Amiibo vielleicht? Wahrscheinlich. Ja, genau. Der. Aus welchem Spiel ist er nochmal? Ist das aus Big Brain Academy oder so? Kann das sein? Ich glaube schon. So. Gut, gut. Machen wir das doch mal. Bam, 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 bam. Okay, ich soll ich in die Röhre? Ich glaube schon. Oder?
Okay, gut. Vielleicht ist das Level hier ja etwas besser. Hä? Wo kommt denn der Sound her? Ich dachte gerade für kurze Zeit, das wäre vielleicht von der Amiibo, aber nein. Was zum Teufel? Ja, jetzt habe ich wegen meiner Rumspielerei meinen Pilz verloren. Ach, da oben. Okay. Sehr interessant. Nein. Verdammt. Was jetzt? Da. Ah. Ich hätte gerne nochmal einen Pilz, wenn das möglich wäre. So. Einfach darüber, oder? Ich glaube schon. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch? Fragezeichen? Nee, anscheinend ist hier nichts. Da unten ist auch nichts. Da ist nichts, da ist nichts. Gut. Ich denke mal, der Levelverlauf ist hier relativ linear. Das geht. Man kann einfach eine Röhre auf einen anderen platzieren und dann kann man da rein. War mir gerade auch nicht so bewusst. Aufpassen hier mit dem Sprung. Okay. Okay. Aufpassen. Oh. Hierauf wollte ich eigentlich gar nicht. Soll das hier irgendeine Form darstellen? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Big Brain Academy nicht aus. Ihr wisst ja, ich habe ein kleines Hirn, deswegen brauche ich so ein Spiel auch gar nicht. Haha, lustig, lustig. Ah, wobei, sollte man da nicht viel eher das Spiel spielen? Ich meine, richtet sich das Spiel an Schlaue oder an dumme Leute? Ist Big Brain Academy für Schlaue oder für dumme Leute gemacht? Ich weiß es nicht. Ist eine legitime Frage, keine Ahnung. Wahrscheinlich für alle. Ich meine, ist ja so Gehirntraining. Ja, wird für alle sein. Schätze ich mal. Das Level hat mir auf jeden Fall ein bisschen besser gefallen als das vorherige. War jetzt nicht so gut, aber kann man spielen. Ja, die beiden Level waren jetzt wahnsinnig kurz. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht noch was finde, was mich anspricht. Wenn nicht, dann werde ich zum nächsten gehen. Och, guck mal, wer den Weltrekord hat. Jesus, das gibt's ja gar nicht. Dass der heutzutage solche Sachen macht. Na, sieh mal einer an. Amiibo, yay, a normal level. Das ist hier ein BVB-Level, okay. Anscheinend. Ja gut, ich denke, wir gehen einfach mal zum nächsten weiter. Oder? Ja, okay. Moment. Erstmal das Herz entfernen. Und wir machen dann weiter mit einem Level von Klaus. Oh, der hat anscheinend ein ganzes Spiel in Arbeit. Ach, ich habe das erste sogar schon gespielt, das erste Level. Ja gut, was spiele ich denn jetzt hier mal? Generell bin ich ja ein Freund von Leuten, die solche Ideen haben. Keine Ahnung. Ach, guck mal, die haben ja sogar alle einen unterschiedlichen Artstyle. Merke ich jetzt erst. Immer unterschiedlich. Das Airship-Level hier sieht ganz cool aus. Machen wir doch mal das. Ist anscheinend ein Boss-Level, oder? 4-5, Junior's Revenge. Schauen wir uns das doch mal an. Oh, ein Scrolling-Level. Kann ich hier rein? Nee. Okay. Ich glaube, ich habe mir hier eins der schwierigeren Level ausgesucht. Na gut. So soll es dann auch sein. Okay, jede Menge Kanonenkugeln hier. Wir sind auf jeden Fall unter Beschuss. Ich denke, wir sind hier nicht unbedingt willkommen in dem Luftschiff. Ich hätte gerne noch mal einen Pilz, wenn das möglich wäre. Da ist bestimmt irgendwas drin. Aber, ja nicht... Wow! Ist das schnell, verdammt nochmal. Oh. Da, die sind aber auch echt auf Max Speed, oder? Maximum Speed. Wo habe ich eigentlich meinen ersten Pilz herbekommen? Ah, da unten wahrscheinlich. Ich merke schon, das Level hier wird Hardcore. Oder zumindest nicht einfach. Also für Welt 4 ist das hier schon schwieriger als alles, was ich in Mario Maker World gesehen habe, will ich mal sagen. Ja, wobei die Spezialwelt war ein bisschen assi, finde ich. Falls der mal sein Spiel vervollständigt, dann kann der Herr, wie auch immer er hieß, mir gerne mal eine PN schreiben. Und ich schaue es mir mal an. Vielleicht mache ich dazu ja was. Wenn's gut ist. Das hier ist auf jeden Fall... Das gibt's doch nicht. Das hier macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, würde ich mal sagen. Wobei es ziemlich schwer ist. Ich weiß nicht, ob alle Level auf dem Niveau sind. Oder ob das jetzt quasi nur so schwierig ist, weil es ein Boss-Level ist. Aber an sich
sieht's vom Level-Design her schon ganz gut aus. Und auch mal ein Scrolling-Level, davon gibt's ja generell eher weniger. Was eigentlich schon ein bisschen überraschend ist, finde ich. Scrolling-Level gibt's ja schon seit Mario World? Kann das sein? Oder Mario Bros. 3? Nee, ich meine seit Mario World, aber das kann falsch sein. Ah, ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Ich kann da nur vermuten. Okay, wenigstens mal bis hierhin gekommen. Ich hätte gern einen Checkpoint, so langsam mal. Das wäre zumindest ganz nett. Aber ich finde es schon ein bisschen überraschend, dass so wenig Leute ein Scrolling-Level machen. Ich wollte gerade eine Stampfattacke drauf machen, aber mein Controller hat mal wieder nicht reagiert. Also quasi wie immer. Oh, da rein, da rein. Nicht da rein, nicht da rein. Da kann man nicht rein. Alter, ich lebe noch. Flamme weg da. Meinst du nicht auch, dass das Level ein bisschen übertrieben ist vielleicht? Oh, ich wollte eigentlich auf die Kanonenkugel. Holy shit, ich lebe noch. Checkpoint. Da ist ein Checkpoint, da ist ein Checkpoint, da ist ein Checkpoint. Hier ist bloß kein Fehler. Okay. Wenn ich hier gestorben wäre bei dem Knochendrucken, ich wäre ausgerastet. Okay. Oh, aber von der Qualität her gefällt mir das sehr gut. Aber, ja, schon schwierig, schon schwierig. Also, wenn das ganze Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad ist, dann sehe ich da auf jeden Fall schwarz für mich, falls ich das hier machen wollen würde. Naja, er hat ja bisher auch nur 5 Welten fertig. Na gut, 5 Welten ist eine Menge. Wobei, ja, doch, ist schon eine Menge. Da, wie viel hatte Mario Maker World nochmal? 9 oder 10, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Aber da waren die Level auch ziemlich kurz. Das hier ist sehr, sehr lang, verglichen mit dem aus Mario Maker World. Ich wollte wieder eine Stampfattacke machen. Es klappt nicht. Ah, mein Controller. Warum muss mein Controller nur so kaputt sein? Ich weiß nicht, ob es normal ist. Es kann eigentlich nicht sein. Ich meine, der verdammte Pro-Controller. Ich habe wieder eine Stampfattacke. Ach, Mann. Ich kann mich einfach nicht darauf verlassen, dass er eine Stampfattacke macht. Das ist blöd, das ist sehr, sehr blöd. Es nervt mich unheimlich. Wahnsinnig, sollte ich glaube ich sagen. Nicht unheimlich. Es nervt mich wahnsinnig. So. Oh, ich sitze hier wieder komisch. Oh, meine Knie tun weh, verdammt. Einmal nicht aufgepasst, direkt wieder tot. Ich hätte das Level nicht spielen sollen, das dauert zu lang. Oh. Wieso kommt der Goomba jetzt eigentlich... Hat der Goomba nicht vorhin die Richtung gewechselt? Bin ich jetzt vollkommen blöd? Ach Mann, was mache ich denn hier? Ich glaube, ich muss mir auf jeden Fall mal einen neuen Controller kaufen, aber die kosten so viel. Ich habe damals für den 45 Euro bezahlt. Oder 50, ich weiß es gar nicht mehr. Es war kurz nach Release. 50, 45, irgendwie sowas. Und ich meine, ich habe ihn halt kaum benutzt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich den 1000-mal benutzt hätte und der jetzt einfach seine Laufzeit bereits... Verdammt nochmal. Seine Laufzeit bereits vollzogen, wie auch immer, hätte. Ich sehe ja nichts. Ich bin ein bisschen nervös. Kann der Kamek nicht einfach mal einen Gegner... Ach Gott. Meine Sprünge heute sind wieder, ja, nicht so gut. Komm, gib mir den Pilz. Ich will jetzt mal ein bisschen besser aufpassen hier. So, hier, so. Ich finde es generell schade, dass das Wii U Gamepad so wahnsinnig nutzlos ist. Warum ist das Wii U Gamepad so wahnsinnig nutzlos? Ich weiß es nicht. Es gibt so wenig Spiele, die damit Sinn machen. So wenig. Ah. Das ist kein Problem. Wir können einfach nochmal die Blume holen. Ich bleib dabei. Das einzige... Wie hat der mich getroffen? Ich bleib dabei. Das einzige Spiel, das wirklich guten Gebrauch von dem Gamepad macht, ist Mario Maker. Vielleicht Captain Toad. Nee, wobei Captain Toad eigentlich nicht. Es gibt noch ein Spiel, was ich sehr mochte mit dem Gamepad, aber es fällt mir gerade nicht ein. Was war denn das? Irgendeins gab's noch. Ich versuche mich zu erinnern, aber es kommt gerade nichts in Erinnerung. Ich spiele mal wieder letzter Vollidiot gerade. Ich werde diesen einen Versuch noch machen, wenn nicht, dann werde ich schneiden müssen. Aber jetzt mal ernsthaft, gibt es wirklich irgendein Spiel, das wirklich richtig guten Gebrauch von
dem Wii U Gamepad macht. Doch. Zombie U. Das Spiel hat echt guten Gebrauch davon gemacht. Und das ist echt schade, weil es ist ein verdammtes Third-Party-Spiel von Ubisoft. Wenn Ubisoft die Technik besser benutzt als Nintendo, ne? Dann ist auf jeden Fall irgendwas falsch gelaufen. Also ich verstehe es nicht so ganz. Ich verstehe es einfach nicht. Warum hat man das Game... Es muss doch irgendeinen Grund dafür gegeben haben, dass man das Gamepad eingebaut hat. Ich meine, das Gamepad, das kostet in der Herstellung eine Menge. Beziehungsweise, es ist auf jeden Fall nicht kostenlos. Es wäre auf jeden Fall billiger gewesen, einfach einen normalen Controller zu bundeln. Aber das hat man ja nicht gemacht. Soweit ich weiß, kostet das Gamepad an sich etwa 100 Euro. Das kann falsch sein, aber es ist auf jeden Fall eine Menge. Und hier rein. Und es ist auf jeden Fall deutlich mehr, als ein normaler Controller kostet. Und ich meine, es ist einfach ein Problem. Wenn man damit nichts macht, warum sollte man es dann bundeln? Ich verstehe es nicht. Und in einigen Spielen ist es ja sogar verpflichtend. Und ich würde sogar sagen, in den Spielen, wo es verpflichtend ist, ist es eigentlich gar nicht notwendig, weil man einfach einen normalen Controller nehmen könnte. Und die meisten... Ach, das... Oh, Kamek, nein! Ihr habt das nicht gesehen. Ich wollte... Ich werde schneiden. So, da wären wir wieder. Hoffentlich läuft es dieses Mal etwas besser. Hier ist wahrscheinlich irgendwas drin, oder? Ja. Wie bereits erwähnt, das Wii U Gamepad ist einfach so wahnsinnig nutzlos. Und ich verstehe nicht, warum Nintendo es nicht ein einziges... Ja, komm. Warum sie es nicht oft gut genutzt haben. Ich meine, wenn man eine Konsole entwickelt, dann hat man ja wohl irgendeine Idee dahinter, aber anscheinend nicht. Das Einzige, wofür es wirklich gut ist, ist oft TV-Play. Aber auch das rechtfertigt meiner Meinung nach nicht so wirklich den Preis. Also, ich verstehe es nicht so ganz. Wo lang jetzt? Da oben rein. Und ich hoffe, dass sie mit der nächsten Konsole nicht denselben Fehler machen, aber ich denke mal, es ist schwer, einen solchen Fehler nochmal zu begehen. Und ja, gut. Das war auf jeden Fall ein schwieriges Level, hat mir aber ziemlich gut gefallen. Ja, wenn euch das Level bzw. der Part gut gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet, wäre das natürlich auch super. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann!